Nein, auf dem Trödelmarkt musst du bezahlen. Da ist es. Sagen wir auf dem türkischen Basar. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video, zu unserem Co-op Let's Play Together von Battlefield 3. Und natürlich ist der Dobo wieder mal dabei. Genau. Ja, und wir spielen heute die Operation Exodus und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Ja, ich starte. Bis jetzt. Alles klar, super. Ja, also nachdem wir eigentlich den kompletten Verlauf des Spiels ein bisschen durcheinander gebracht haben, spielen wir jetzt einfach die erste Mission als zweites. Und? Wo bist du? Hinter dir. Da bist du, alles klar. Dann let's get ready to rumble! Also zur Missionsbeschreibung, wir müssen hier unser Lager, unsere Basis verteidigen, die angegriffen wird. Das ist im Grunde auch schon alles. Yay, das können wir, oder? Ja, so gerade eben. So gerade eben. Ja, du holst sofort die dicken Weapons wieder raus hier? Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe schon einen. Ich hab erwischt. Ich markiere einfach mal den Kuchen. Alter, warum habe ich wieder die dicke Wumme? Weil du Spieler 2 bist. Nein, warte. Ah ne, das darf ich nicht sagen im Internet. Nein. Das darf ich nicht sagen im Internet. Ich will gar nicht wissen, was du vorhattest. Zack, zack. Da fallen so um wie die Streichhölzer hier. Und ja. Ich glaube, du triffst einfach viel mehr. Ich will deine Knarre haben, Mann. Du hast die gleiche. Gibt's da unten keine? Nein, ich habe nicht die gleiche wie du. Ey, da sind noch voll viele. Warum bist du? Ich wollte gucken, ob da eine Waffe für dich liegt. Kabam! Hier unten rechts bricht, glaube ich, einer durch. Jo. Er ist schon übelst nah. So. Da ist noch einer. Moment. Irgendwo habe ich ihn gesehen. Da hinterm Auto. Ich habe ihn markiert. Natürlich hab ich ihn getroffen. Da oben kommt was. Was Fahrzeug mir? Hol deine. Ja, ich muss erstmal. Deine dicke Mega-Wumme raus. Jo. Erstmal den Baum umgewämst, ey. Und die letzte, jetzt müsste der Platz sein. Ich will auch noch einen schießen, jawohl. Bam. Meine geht natürlich sofort hinterher. Ich muss eben nachladen. Ja, tu das, lass dir Zeit. Ah, ich bin ja schon fertig. Ich glaube, jetzt kommen die von der Seite. Nee, da links. Echt? Ja, ich hole mir mal Munition und bereite was vor für die. Hier unten liegt mein Gewehr übrigens, was ich habe. Ja? Ja, M16A3, wenn du das haben möchtest. Ja, natürlich. Hole ich mir mal sofort ab hier. Ist ja fast wie auf dem Trödelmarkt. Nein, auf dem Trödelmarkt musst du bezahlen. Da ist es. Sagen wir auf dem türkischen Basar. Heißt, dass du da einfach mal mitnehmen kannst, ey? Dann gehe ich da auch mal hin. Boah, krass! Die rotzen schon wieder richtig rum hier. Erstmal eine Handgranate hinwerfen. Grenade! Wow, scheiße! Was machst du? Alles okay. Ja? Ja, natürlich. Erstmal jetzt ein Köpfchen hier suchen. Also, wenn du die Waffe haben möchtest, die ist bei mir hier auf der Seite, ne? Und ich hab die doch schon. Hast du schon? Natürlich. Oh, kack, ich bin von der Brücke gesprungen. Sag mal. Ah, wunderschön. Wie zeigbar. Glaubst du mir etwa nicht? So, jetzt kommen die aber von links. Hier. Ja? Jo. Ich hab da übrigens, was ich gerade erzählen wollte, ich habe da schon Minen gelegt für das Fahrzeug, was nachher kommt. Jo. Und oben das Haus, da sind wieder welche, ne? Jo, ich merk's. Jetzt mal Granate rein. Ich glaube, ich schieß zu hoch. Oder? Ne, getroffen. Oh. Alter, getroffen. RPG. Hier unten ist alles voll. Ja. Können alle warten. Jeder kommt dran. Ihr müsst euch nur etwas gedulden. Also jetzt müsste gleich aber der Panzer kommen, ne? Ja, gleich. Wie sagt man, sich die blauen Bohnen abholen? Was für blaue Bohnen? Ja, unsere Kugeln. Ich kenne nur. Achso. Hast du nie Comics gelesen? Lucky Luke? Nein, ich kenne nur Bertie Bots Bohnen. Wow! Eine sehr intelligente KI, er steht direkt vor mir und schießt auf dich.
Ja, und mich hätte er fast erschossen. Aber dafür bin ich ja da. Dafür bin ich ja da. Ja, renn erstmal bis hier rüber, damit ich dich auch besser treffen kann. Ja, jetzt kommt der Panzer. Warte, sieh zu. Sieh zu, wie... Warte, geht er weg? Geht er weg? Ich hab da Minen gelegt. Ist ja gut, ist ja gut. Dann gucken wir einfach mal zu. Genieße die Farben. Naja, viele Farben habe ich jetzt nicht gesehen. Es hat eher ein bisschen geruckelt bei mir. Ich bin jetzt voll enttäuscht. Warum das denn? Ja, aber ich dachte, die gibt fette Explosion. Hier ist auch Claymores, haben wir hier auch. Ja, ja. Wie geil, tausche ich dann irgendwas aus, wenn ich die aufhebe? Ja. Was? Die Minen. Ich habe keine Minen. Natürlich hast du Minen. Ja, aber ich brauche keine Minen mehr. Okay, ich leg wieder welche. Ja, wir müssen jetzt übrigens weiterlaufen. Der Dominik, der ist natürlich immer wieder schneller. Oder das Dobo, wie ihr wollt. Oh mein Gott, meine Identität verraten. Ja, schon in der ersten Folge. Mehrmals. Echt? Ja, natürlich. So assi. Immer raus damit. So, ich leg jetzt mal hier eine Claymore irgendwo hin. Pass auf, geht los. Ja, ich gehe wieder hier oben aufs Dach. Zack. Ich bleib mal hier unten und halte die Position. Okay. Die haben ja auch ein Scharfschützengewehr. Vielleicht nehme ich das. Ja, aber das ist. Nee, da hab ich... Scharfschütze ist ja mal richtig lame. Ja, hast recht. Nee, ist. Wenn, dann muss man schon ein bisschen Action haben hier. Boah! Ich hab wieder mega Action hier. Ich sammle da hinten mal eben eine Grapi rein. Benutz ruhig deinen Granatwerfer, der macht. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Wunderschöne Explosionen. AOE nennt man das in der Multiplayer-Welt. Oh, super, ich habe die Laterne getroffen. Weißt du? Einen riesigen Gegner treffe ich nicht, aber eine Laterne. Ich habe doch gerade auch erstmal den Baum abgeräumt da hinten. Batsch, da war gar keiner. Hauptsache mal hinschießen. Vergiss nicht, du hast nicht ewig Muni. Jo, ist schon leer. Siehste? Aber unten in dem Kastenhaus da, wo, also unter mir. In dem Kastenhaus? Nennst du es Kasten, weil es viereckig ist? Ja. Okay, sehr logisch. Dann wohne ich auch in einem Kasten. Ey! Auf dem Parkplatz. Hier? Ja, der ist schon... Alter, jetzt gehen die mir auch noch auf den Sack. Die schießen auf mich, Dominik. Michi, komm aufs Dach, ich bin tot. Die schießen auf mich! Nein, ich bin auch gelegt. Nein. Warum, boah, warum stirbst du, wenn ich sterbe? Was soll das? Stirbst du, wenn ich sterbe? Oh mein Gott. Okay, wieder mal ein Fail. Gehört dazu. Ja, gut, ich starte neu. Ist da jemand angenervt? Das Problem ist, jetzt müssen wir die ganze Kacke wieder von vorne spielen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Warum gibt es keine... Speicherpunkte. Ja, oder echt. Bleiben wir international. Bleiben wir international, auf jeden Fall. Weil wir auch so internationale Let's Plays machen. Ja. Nicht? Ja, ich denke nicht. Das Spiel auf Englisch. Super. Nee, jetzt im Ernst, das. Ja, ich auch. But. But? Ich denke. But mit deutschen Untertiteln. But mit deutschen Untertiteln. Ich denke einfach. Dass kein Ami sich unser Gelaber hier anhört. Doch klar. Auf wenn die Deutsch könnten. Ja gut, dann eventuell. Vielleicht. Da ist alles voll, Mann! Ja, was? Sie sind zu schnell für meine Kugeln, ich treffe die nicht. Boah, ich hab wieder die Kackwaffe, ey. Ich muss mal eben wechseln hier. Ja. Wo sind die? Da ist sie. Oh, ich finde das so wunderschön, wie die Autos immer explodieren. Ich gehe mal ein bisschen hier in Nahkampf. Nahkampf, ich bleib einfach auf der Treppe stehen. Aber nicht zu nah, ne? Nein. Keine Angst. Wow, krass! Ich hab gesagt, nicht zu nah. Ja, ist ja gut! Ich seh dich schon... Verrecken. Mich dich wieder blicken. Ich komm hier wieder rauf, ey. Ja, okay. Dominik! Ah. Hallo. Hey. Hey, was geht ab, Mann? Hey! Übertreib deine Rolle nicht! Da unten. Achso, ich dachte, du sprichst mit mir. Ach Quatsch. Warum soll ich mit dir reden? Ich wollte mich schon beschweren, was für eine Rolle.
Yeah. I gotta reload. Yeah. Okay. Jo, jo, jo. Alle machen. Ich find's immer so geil, wie die auf die Schnauze fallen, wenn die abrutschen. Alter. Ist ja gut. Beruhigt euch, Leute. Alter, warum schießen sie nur auf mich? Warum? Weil du schwarz bist. Das ist eine sehr sarkastische Äußerung, hoffe ich. Ja. Also ich weiß ja nicht, aber halt dein Charakter, den du spielst. Ja, ich weiß schon. Ich denke, unsere Zuschauer wissen auch, wie du das meinst. Okay. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. So, ey, warum ist denn die Brücke so kaputt hier? Das war vorher schon. Yay. Das ist Konstruktionsfehler. Die Macher der Battlefield 3 Map konnten sich, hat es gerade auch so lange gedauert, bis wieder welche gekommen sind? Also ich schieß schon auf welche, ich weiß ja nicht, was du machst. Oh, warte, ich muss wieder Minen legen für das, Fahrzeug. Okay, dann mach ich ihn einen Versuch. Ah, oh, Mann! La, 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 la. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Jawohl, auch sofort erwischt. Du kommst aber klar da bei dir, ne? Ja, natürlich. Gut, ich bereite mal hier alles vor. Noch eine Claymore dahin. La, 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 la. Hier sind nur noch Blutflecken auf dem Boden. Contact, Westside. Ach, jetzt kommen die schon. Mist, jetzt habe ich keine Zeit mehr, noch mehr Claymores zu geben. Egal. Bitch. Einen habe ich gelegt. Ich lege mir eine. Nein! Ich kann keine mehr legen. Da, den ersten, der über die Mauer gejumpt ist, den hab ich schon. Und meine Claymore hat gezündet. Oder ist, oder hat, oder ich weiß nicht. Oder kann, oder will. Nein, ich habe gar keine Munition mehr für meine Grappi. Bist du noch an einem Stück? Ich bin noch an einem Stück, ja. Die stehen wieder voll im Marktplatz. Alter! Was ist denn hier los? Ich werf da einfach mal eine Granate hin, die gehen mir gerade voll auf den Sack. Da hinten. Da oben ist noch. Ist auch auf dem Dach jemand. Hauptsache der eine kriecht über die Mauer und verreckt schon auf der Mauer so und rollt da so rüber, so. So. Hab ich schon so gesagt? So? Ich glaube so noch nicht. Ich glaube, da ist er. Da, Panzer! Ich hab Minen gelegt. Oh, Granate. Okay, alles unter Kontrolle. Wir ziehen das ganze Schauspiel mal wieder rein hier. Und Trommelwirbel. Oh, schön. So. Ja, so guck, kann man. Jetzt liegt er da auch. Also bei mir, jetzt ist er wieder verschwunden. Ach, ey, oh. Ätzend. Echt, normalerweise sollte man die Wrackteile schon ein bisschen sehen. Ja. Aber ich finde, die haben dies ja. Oh, krass, er überfährt mich erstmal halb. Super, Spiel wieder vorbei, weil du tot bist. Das ist so hart. Alles wackelt. Ich bin wieder auf dem Kastenhaus, ne? Ja, auf dem Kastenhaus. Geh du mal auf dein Kastenhaus. Boah, ich will Claymores legen, Mann. Mach das doch. Nee, kein Bock. Ich komm mit auf das Kastenhaus, weil... Dann können wir uns wiederbeleben, wenn wir sterben. Richtig. Boah. Außer wenn wir wieder beide gleichzeitig sterben. Ja, gut. Ich geh mal hier rechts neben, auf das andere Kastenhaus, ne? Ach, das geht auch? Ja, natürlich. Ey, ultra. Ich glaube, die Leute können hier gut spielen. Da sind schon die ersten. So, the enemy kommt. Sehr kommt, the enemy. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Willst du mir damit irgendetwas sagen? Ja, meine Q-Taste. Ich drück die ganze Zeit. Dann machst du das mal. Piep, piep, piep. Echt? Jo. Ey, Tatsache. Okay. Oh, krass. Ich werde wieder beschossen. Ich glaube, da sitzt hier der Sniper irgendwo. Kann das? Nein, das hörst du. Das macht dann immer so. Okay. Es hat nicht tsch gemacht. Nee. Was tun wir? Es hat nicht tsch gemacht. Hol den Munition. Hab ich doch schon. Hasse? Hatta. Natürlich. Hatta. Wie oft ich heute natürlich sage. Hatta. 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 Hatta alles. Hatta.
Auf jeden Fall. Da, Parkplatz. Ganze Wörter, Sätze. Scheiße. Ganze Wörter? Ey. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Oder doch nicht? Ich glaube, ich verreck gerade. Was? Nein. Doch, es sieht nicht gut für mich aus. Mein ganzer Bildschirm ist voll mit Blut. Ja, dann würde ich mich hinlegen und nicht warten, bis du da zusammenbrichst. Nein, ich kann nicht. Ich muss Leute töten. Ich muss töten. Michael, das könnte... Ah, Zander, das könnte jemand falsch auffassen. Wenn du Leute. In der Öffentlichkeit sagst, du musst Leute töten. Ja, also Leute, wenn es jetzt ein Politiker sich hier anguckt, der interpretiert sowieso alles falsch und hat überhaupt keine Ahnung. Ich denke mal... Da wäre eh nichts mehr zu retten, hast du recht. Genau. Oder irgendwelche Leute von RTL. Die zeigen es dann bei Explosiv. Let's Play, eine neue Gefährdung für die Jugend. Ich meine, auf dem Dach sind wieder welche. Ich hol mir die. Ich schnapp's mir die. Aber ich sehe nicht. Ich glaube, das ist eine Palme im Weg. Wow, Panzerfaust. Ja, wo denn? Ja, da oben irgendwo auf dem Balkon. Ja, da links. Da, ich hab ihn markiert. Ich hab ihn getroffen, aber er ist nicht... Oben, da ist die Panzerfaust. Hinter der Mauer. Siehst du den? Ich hab markiert. Ja, ich sehe ihn. Er guckt gerade aber nicht hoch. Ich halte jetzt die Luft an. Ich halte immer noch die Luft an. Und ich hab ihn erwischt. Und oben links sitzt, glaube ich, auch noch ein Sniper. Ja, Scharfschütze irgendwo. Komm, schieß nochmal, trau dich. Fahrzeug, hast du gesehen? Fahrzeug? Ja. Fahrzeug? Ja! Ach, jetzt check ich's! Warum schießt du nicht da drauf? Jetzt habe ich's erst verstanden, was du meinst mit Fahrzeug. Ich hab gedacht, weil das eine Auto explodiert ist. Nein. Bam, bam. Das ist ein richtiger Panzer, ne? Naja, ein halber. Bam. Da geht's ab. Ah, da oben ist noch einer. Habe ich erwischt. Ja. Aber da muss noch irgendwo ein Schatten. Der Blutfleck klebt außen an der Wand. Da, warte, ich hab... Hier unten ist noch alles voll. Den Scharfschützen habe ich auch. Boah, die KI von diesen Typen ist so unglaublich, unglaublich dumm. Intelligent? Nicht. Nicht intelligent. Hast du noch welche? Nee, ich glaube. Ey, ich glaube, wir müssen abstarten hier, ne? Ist gerade so. Der Mörserbeschuss. Ja. Okay. Oder so. Erstmal die Trapper Yorona. Ey, was soll das denn? Scheiß. Ja, hier müssen wir hin. Guck mal, ich verstehe das nicht. Hier, der sagt, Fett Mörserbeschuss, ne? Geht in Deckung und so. Aber nur wir hauen ab, die anderen bleiben einfach da. Opfern die sich vor. Cool. Ja, die sind cool. Achso. Die können das. So, ab in der Ding. Ja, sehr geil. Mission geschafft, hast du, wa? Hast du, also du hast, als mein, dein Charakter hat Totenkopfhandschuhe, hab ich die auch? Nicht, so Skeletthandschuhe. Ich hab jetzt nichts gesehen. Oh. Du hast zu lange gebraucht. Zeit bis zum Abschluss, 9 Minuten und 45, aber wir haben einmal neu gestartet, ne? Ja. Oh mein Gott, nein, wir haben nochmal neu gestartet, weil wir so gefailt haben. Aber wir haben schon wieder weniger Punkte als das letzte Mal. Ja, echt mal, eben 1100 Punkte weniger. Noch ich dachte, mehr. Man verbessert sich mit der Zeit, aber... Mega. Naja, egal. So ist das halt eben, ne, in unserer... Ja, also Leute, das war mal wieder eine neue Mission, nämlich die Operation Exodus. Und ja, hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht, wa? Ja. Ja. Ja, natürlich hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.